Hallo, ein kleines Video zu der Handfunke von Yasu, der FT2D. Sehr schönes Gerät, sehr handlich, gut verarbeitet und funktioniert sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Die Menüführung ist leicht. Naja, manchmal muss man ein bisschen im Menü rumsuchen, um was zu finden, aber nach einer gewissen Zeit geht das eigentlich ganz leicht von Hand. Es gibt nur einen kleinen Nachteil, wenn man das Gerät für APRS benutzt. Zum Beispiel auf der 2 Meter Frequenz 144.800, so wie hier gezeigt, und das Ladekabel ist angeschlossen, dann kann es sein manchmal, dass das Gerät nicht nur einen Bacon sendet, sondern einen, naja, sagen wir mal Dauerbacon, das heißt so wie ein Träger, und es hört nicht mehr auf. Dann muss man schon den Akku vom Gerät abmachen, damit das Gerät aufhört zu senden. Denn es lässt sich auch nicht mehr über den On-Off-Schalter ausschalten. Dies passiert nur, wenn das Ladekabel angeschlossen ist und nicht immer. Das ist mir bis jetzt zweimal vorgekommen. Da habe ich APRS im Auto benutzt und auf einmal schaue ich und da hat das Ding nicht mehr aufgehört zu senden. Wenn das Ladekabel nicht angeschlossen ist, funktioniert es prima. Und ja, ich habe es bis jetzt nur auf 144.800 MHz getestet. Auf der 70 cm Frequenz von APRS weiß ich nicht, ob es auch so vorkommt, habe ich noch nicht getestet.